Nein, die Spuren enden am Fluss. Such mit mir nach Hinweisen. Vielleicht nehmen wir die Spur so wieder auf. Ich kann hier leider nichts finden. Genau, mein Lieber. Die Beweislage sieht nicht gut aus. Aha, auch nichts. So finden wir sie doch nie. Ruhig, alter Freund. Ein klarer Kopf ist der größte Vorzug eines Verbrecherjägers. Du sagst, ich soll Ruhe bewahren? Absolut richtig. Ich glaube, ich fange langsam an, dich besser zu verstehen, Adam. Dann war mein Glaube doch nicht vollkommen deplatziert. Oder vielleicht auch nicht. Hey, warte! Adam, wo bist du hin? Es ist elementar für einen Verbrechensbekämpfer, dass er immer einen Schritt voraus ist. Was machst du da? Vorsicht, alter Freund. Rutsch bloß nicht ab. Oh, ich verstehe. Du fährst an die Spitze, um einen besseren Blick zu bekommen. Tolle Idee. Ha! Und die Aussicht ist super. Ruhig, alter Freund. Hey, Bats, hast du eine Lizenz, um an Gebäudeseiten hochzufahren oder was? Wenn ich so drüber nachdenke, antworte lieber nicht. Hat er wahrscheinlich. Ich sehe die Legion der Düse. Sie sind an den Gotham Docks. Und sie halten die Batwheels gefangen. Jetzt kann's losgehen. Meinen Teamkameraden geht es gut. Ihnen fehlt nur etwas Strom. BB, Redbird, Batwing, Buff, wo ist Bam? Ups. Prank? Wir können den Batcomputer nicht in die Fittiche bekommen, bis wir sie alle aus dem Weg geräumt haben. Oh, komm schon. Er ist nur ein Auto. Wir kommen mit ihm klar. Null Problemo. Ihr Schurken, ich schwöre bei allem, was gerecht ist, ihr werdet den heutigen Tag bereuen. Aber jetzt teilen wir zunächst mal ein paar wohlverdiente Faustschläge aus. Moment. Du meinst, dass wir sie einfach mit dem Bat-Rambock angreifen sollen? Mir haben deine Methoden echt Spaß gemacht, Adam. Aber ich glaube nicht, dass es diesmal so klappt. Hier sind so viele von ihnen. Darf ich es mal auf meine Art probieren? Wie du willst. Ich habe vor, meinen brandneuen Batarang-Drehmove einzusetzen. Damit kann man mehr als einen Bösewicht ausschalten. Ja, mit Glück funktioniert's. Vorsicht, alter Freund. Wir sind uns einig. Wir fahren direkt in die Bathöhle und kümmern uns gemeinsam um Bam. Wer dafür ist, sagt Ei. So, ihr Düser, keine Bewegung. Fabelhafter Plan, Kumpel. Nicht. Und danke, dass du zu uns gekommen bist. Du hast die Sache damit so einfach gemacht. Oh nein. Jetzt wird uns nichts mehr aufhalten. Wir schnappen uns den Batcomputer. Gib einfach auf, du armer, verblendeter Narr. Was haben wir denn hier? Er ist wie ein uraltes, verrottetes Batmobil. Versprecht mir, dass ihr euch bei der Polizei unmittelbar selbst stellt. Was? Wir sollen zur Polizei? Keine Chance. Die beiden werden nirgendwo hingehen. Ich schätze, unsere beiden Ansätze waren nicht gut. Wir kommen nicht weg. Nicht unbedingt, alter Kumpel. Fantastisch. Jetzt helfe ich dir. Gut gemacht, mein Freund. Los zur Bathöhle. Einen Moment mal, Adam. Wir sind noch in der Unterzahl. Außerdem hatten wir beide keinen Erfolg. Aber wir könnten gewinnen, wenn wir deine und meine Tricks kombinieren. Genau das habe ich auch gedacht. Ich schließe mich dir an und mache eine Drehung. Und dein Bat-Rambock wird sie alle umherfliegen lassen. Auf mein Zeichen.